Wir wischen den Boden auf mit, wie heißt der noch? Florian oder Rick? Ja. Und heute zwar ist eine Bossfolge. Heute ist eine Bossfolge. Heute ist eine Bossfolge. 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 Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Knallhart durchgenommen. Das ist Nils Bohmhoff. Den kennt ihr vielleicht nicht. Ich musste ihn anrufen, weil ich ein bisschen Probleme hatte mit einem Dark Souls-Boss. Nils Bohmhoff ist professioneller Dark Souls-Spieler. Warte mal, ich hab gerade ein SMS bekommen. Und es verpasster Anruf, Florentin Will. Genau, da hatte ich dich angerufen. Ach so, warte. Weil ich Hilfe brauche bei einem Boss, da komme ich nicht weiter. Ich muss mal kurz Florentin zurückrufen. Warte mal. Ja. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Das ist meine Sekretärin. Du Florentin, du hattest angerufen. Ich rufe an, weil du angerufen hattest. Vielleicht kannst du mich nochmal zurückrufen, weil ich dich angerufen habe. Okay. Ja, aber es ging einfach um den Dark Souls-Boss, den ich nicht geschafft habe. Deswegen dachte ich mir, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen? Achso, ja, klar, natürlich. Okay, alles klar. Dann weißt du, wer, weißt, wer dir auch helfen kann? Ich mag das Spiel total gerne. Weißt du, wer dir auch helfen kann? Wer denn? Windows 11! Ich habe aber die Telefonnummer nicht von denen. 1-1-1-1-1. Vielen Dank für die Unterstützung. Und wir alle brauchen Unterstützung in unserem Leben. Und ich brauche Nils Bohmhoff, der für mich manchmal, ich mag Dark Souls sehr, sehr gerne. Mhm. Ich mag die Umgebung, die Grafik, die Geschichte, die Lore, die Items. Aber die Bosse, muss ich sagen, sind mir manchmal ein bisschen zu knifflig. Ja, sie haben eine gewisse Kniffligkeit an sich. Und dafür habe ich Nils, den ich immer anrufen kann, so ein bisschen als der Kammerjäger der Dark Souls-Welt, der einfach kommt und einfach mit einem harten Wort auch mal den Bossen sagt, so geht's nicht. Ich möchte aber sagen, du stellst dein Licht ein bisschen unter. Sag mal, wo muss ich eigentlich lang? Müssen wir hier ich hoch? Ich habe so eine Nuss im Hals, einfach, die hat sich Florentin direkt will. Da. Müssen wir hier hoch? Bock, die hält sich fest. Ja, da rein, da müssen wir durch, immer durch, durch diese. Den ganzen Weg? Ja! Oh, das ist doch nicht deren Ernst. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Das ist ja einfach eine unfassbare Frechheit. Wie das hier auch einfach links und rechts die Pfeile und die helle Baden fliegen von links und rechts. Ich mache nochmal aus Versehen. Hey! Hoppala! Juhu! Das ist ein bisschen zur Aufwärmung gedacht. Juhu, juhu, dass du schon mal so ein bisschen juhu, reinkommst. Ja, juhu. Wir hatten letzte Woche diesen Boss ja schon hart angegangen und haben uns schon sehr schwer getan, aber Nils hat ihn irgendwann besiegt, nur um festzustellen, dass der Boss zwei Phasen hat und die zweite Phase gelang dann nicht mehr. Das ist eine kurze Fassung und ich jetzt weiß, alles nichts mehr. Kennt sich Nils aber gut mit dem Boss aus, überhaupt kein Problem, er weiß genau das Timing, wann man ausweichen muss, der teleportiert sich und dann verzögert er ein bisschen seinen Angriff nach dem Teleport, glaube ich, mich zu erinnern. Und wichtig ist aber dieser Ausholer, genau, wo Nils in dem richtigen Moment ausweichen kann. Die alte Gier ist wieder da. Oh, ey! Einfach mal ganz geschmeidig eingesnackt. Alte Tante Giersela ist wieder mit dabei, natürlich. Und das ist, wie gesagt, nur die erste Phase, die eigentlich nur so ein Reinkommer ist, Aufwärmer. Einfach, um mal sich ein bisschen die Gebäudearchitektur anzusehen. Danach geht es erst richtig los. Da wird er nämlich, und das ist ein kleiner Fun-Fact, ich habe den Graphic Novel gelesen, von seiner Schwester wiederbelebt. Das ist ein Zwillingspaar, bei der Geburt getrennt. Ganz tragische Geschichte. Kam dann durch ein Preisausschreiben tatsächlich zusammen. Da musste man begründen, warum man den Preis verdient. Durch eine, ja, namenlose Chips-Sorte. Und so haben die sich wiedergefunden. Oh. Autsch. Man ist da schon drin. Man merkt einfach, dass du den ganzen Tag Dark Souls-Spiele spielst, dass du da einfach schon kalt, mit kalten Greiforganen da einfach so locker reingehst. First try, ey! Wahnsinn! Hey, jetzt kommt ja die Wahnsinn. Eigentlich nervige Veranstaltung. Oh Gott. Oh nein. Lothric. Ach nee, das Lothric. Ach, das sind Brüder, okay. Lothric und Lorian. Entschuldigen Sie bitte. Und der ist jetzt auf dem Rücken. Ah, die kann man gleichzeitig treffen, oder wie? Warte mal, ich will mir einen snacken. Oh, okay. Wow.
Oh, was? Nein! Oh. Mega gut, ey. Mega gut für den ersten Try. Ja. Richtig gut. Ja, richtig aber... Gut. Ich muss ja hier erstmal noch die erste Phase abarbeiten. Nee, David, du darfst jetzt nicht unzufrieden sein. Das war ein guter Try. Und du wirst dich wahrscheinlich in 20 Minuten noch zurücksehen, dass wir das überhaupt schaffen. Das ist was ich für falsche Richtung. Das ist das, was ich befürchte, ja. Das ist das, was ich befürchte. Die andere Treppe da. Rechts. Treppe rechts. Da die. Ja. Und dann den Aufzug wieder runterschicken, weil den werden wir wahrscheinlich häufiger brauchen. Vielleicht ist das unser Fehler, dass wir den immer wieder runterschicken und denken, ja, der Nächste macht's schon. Wir müssen eigentlich sagen, nein, ich bin der Letzte, der diesen Aufzug jemals benutzen wird. Mhm. Aber das sah doch schon solide aus. Was hast du Tipps für die erste Phase? Ja, also das Timing der Angriff ist meistens, wenn er jetzt nichts Verrücktes macht, immer, er taucht irgendwo hinter dir auf oder so, dann schlägt er einmal, da rollst du drunter und dann schlägt er noch ein zweites Mal, da rollst du und dann gibst du ihm im Idealfall einen Schlag. Nicht gierig werden, hab Geduld. Lieber einen Schlag weniger geben und dafür ein bisschen länger in der ersten Phase bleiben, als ständig einkassieren, weil du brauchst die Flasks für die zweite Phase eher. Und der Rhythmus ist relativ einfach von diesen Schlägen, wenn er jetzt nichts Verrücktes macht. Und auch wenn dieser große, dieser Holy Spirit Schlag da kommt, achte auf das Geräusch. Achte auf das Geräusch, das wird immer höher, irgendwie so. Und irgendwann. Genau. Muss man ja immer schnell sehen. Hörst du das? Ne? Bei dem Schlag. Mach auf die Akustik. Geh auf die Akustik bei dem Schlag. Du hörst genau, wann das Höhepunkt, wenn der Höhepunkt des Tons sozusagen kommt und dann rollst du. Kann man hören, ne? Einfach Glück. Ich hab ich gesehen. Ja, das war von oben, das hab ich, das war neu. Oh nein! Okay. Aber also für mich, glaube ich, der beste Try bisher. Von daher, ich glaube. Du warst doch schon mal in Phase 2. Nee, ich war nie in Phase 2. Was? Doch. Nein. Nicht einmal? Du hast es letzte Woche, waren wir nur einmal in Phase 2 und das war von dir. Achso, ich dachte, du warst auch schon mal in Phase 2. Ja, gut. Aber das war trotzdem super. Das war jetzt, also der von oben kam, das war gemein. Ich weiß nicht, warum. Ja, die lernen auch dazu, ne? Die lesen halt auch die Kommentare nach jeder Folge. Ja. Und dann sagt der Mann, komm doch mal von oben ran. So. Damit rechnen die dann nicht. Die haben ja auch, der hat ja genauso auch einen Stream. So ist er nicht. Ja, so. Ja, der hat auch seine Fans. Als würden hier Leute aus Spaß dieses Spiel spielen, sondern einfach, das ist knallhartes Business, Streams. Ja, klar. Und da hat er natürlich auch gerade seinen Twitch-Stream laufen. Also, wenn es geht, bitte nicht streamsnipen, geht jetzt bitte nicht bei ihm oder jetzt beleidigt ihn jetzt auch nicht irgendwie bei ihm. Nein, das ist Quatsch. Also, wir sind jetzt zwar Feinde und Gegner, aber. Wir sind Gegner, aber keine Feinde. Ja gut, das würde ich jetzt fast, also ich finde schon, er ist unser Feind. Aber ich würde es halt gut finden, wenn der Chat darauf verzichten würde, ihn jetzt auch zu beleidigen einfach. Weil beleidigen ist schlimmer als sich bekämpfen. Man sagt ja immer so, mein Sticks and Stones may hurt me very much, but words are much worse, sagt man ja oft. Und das, ja, das ist ein flügeltes Wort. Ja, flügeltes. Ja. Das ist einfach für Nils wie das Hauptmenü. Weißt du, Phase 1 ist für Nils wie das Hauptmenü. Da muss man sich durchklicken, hier und da ein bisschen, aber eine Herausforderung ist es nicht. Es ist so wie das Spiel zu installieren. Ist nervig, dauert eine Weile, aber schwer? Nee, schwer ist es nicht. Ja, der ist fies, ne? Wenn er nur einmal schlägt und man denkt, ach, jetzt kann ich aber. Nee, kannst du nicht.
Immer nach dem Doppelangriff. Ja, gut, manchmal doch. Okay, das war komisch. Wow, mit einer Flask, ey, Wahnsinn. Flasks, ja. So. Das war's jetzt. Oh, okay. Okay. Oh, oh. Okay, das war einfach mal super da gemein. Kommt einiges auf einmal. Ja, das war, also das fand ich nicht in Ordnung. Nee, das war frech. Das war absolut frech. Also da könnt ihr jetzt gerne mal schon mal so ein Monka What oder so. What? So ein, was sollte das denn? Aber trotzdem noch höflich, trotzdem noch Groß- und Kleinschreibung beibehalten. Aber da könnt ihr gerne trotzdem mal bei ihm im Chat nachfragen, so, was sollte das jetzt? Ja, ja. Da ist er tatsächlich, ich glaube. Also der hat ja dieses Dings gemacht und ich hätte, glaube ich, einfach weglaufen müssen. Ich bin ja direkt in den Infight rein. Du sagst am Anfang nach dem Phasenwechsel direkt weglaufen. Ja, also solange diese Homing-Zauberkugeln da oben noch sind, weglaufen. Hast du ja gesehen. Ich musste dann seinen Schlägen ausweichen und gleichzeitig kamen die Homings von hinten. Also das war nicht zu bewältigen. Also nächstes Mal weglaufen, bis sie weg sind. Das ist auch die unfähigste Leibwache. Ja, wirklich. Aber auch alle drei Verteidigungsringe. Die ersten machen ihre eigenen Schilde immer kaputt. Ja. Als Überraschungseffekt. Ja, okay. Lass mich ganz kurz die Lehne bitte hochstellen. Ja, das ist okay. Das ist wichtig. Nein, ich schlag nicht zu. Auch wenn ich es eigentlich wollte. Drei? Ja, ja. So hohe Zahlen? Ich glaube, wenn du hinter ihn kommst. Dann nur zwei. Nein. Drei. Gerade nach hinten weg. Das ist der Nils-Bohmer-Fehler. Nach hinten weg. Wie oft ich da schon eingekriegt habe. Ah, schade, Mann, ich würde gerne einmal in die Falle. Das war aber gut, Phase, ja, das war ja gut. Du hast dann einmal diese Phase, wo du dann in die Heilfalle getappt bist. Echt halt eigentlich, ich habe halt auch immer noch eine Nuss im Hals hängen, so. Das ist so, die hängt da wirklich um ihr Leben, so. Die weiß genau so, wenn sie loslässt, war's das. Deswegen hält sie einfach fest, so. Das ist einfach, dieser Überlebenskampf, ich habe Sympathien eher für die Nuss. Auch wenn es in meinem eigenen Körper stattfindet, aber ich bin eigentlich eher Team Nuss. Ich verstehe das. Weil sie ist ja des Untergangs geweiht. Das ist eine Frage der Zeit, ne? Sie hat ja keine Chance. Stell dir mal vor, so, du bist eine kleine Nuss gegen so einen Magen. Hat keine Chance. Nichts kommt da lebend raus. Keine nichts. Chance. Da hängt dann vielleicht noch so ein Alter, so ein anderer, so eine Möhre, so, wir sind verloren. Hier ist doch niemand jemand lebend rausgekommen. So. Nein, aber das ist keine Chance. Oh, Machtwort Nils. Nein, vorbei. Machtwort Nils. Ich mag's, mir gefällt es. Doch. Du hast diesen, ich kenne diesen Blick in deinen Augen. Ich kenne diesen Blick und dieses Schimmern auf deinen dünnen Lippen. So, ich kann dich genau lesen. Ich weiß, was das heißt. Ich kenne diesen Blick. Ich weiß, was jetzt passiert. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Dominanz, aber auf ganzer Ebene.
Jedes einzelne dieser Skelette weiß, was jetzt passiert. Das hat sich, Alter, das gibt's doch nicht. Erwischt er mich noch. Ja. Das hat sich im Königshaus schon rumgesprochen, dass eigentlich es ein neuer König braucht, weil der alte ist quasi schon tot. Er ist schon so gut wie weg. Er ist ein lebender Toter eigentlich. Er ist eigentlich schon dem Untergang geweiht. Denn wenn Nils Bomhoff das Schwert zückt, dann ist vorbei. Dann fallen Könige. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Kampf. Du, dankeschön. Das es wird das letzte Mal sein. Dankeschön. Du wirst dich in Jahren vielleicht noch mit einem Lächeln daran erinnern. Aber das sind dann blasse Erinnerungen und keine echten Erlebnisse mehr. Ja, ja, der dritte ist, wenn man vor ihm steht, ne? Ja? Ja, ja. Ist das so? Ja, ja. Spannend. Wenn ich hinter ihm stehe, hat er bislang noch nie den dritten gemacht. Okay, das war dumm. Das hat mir gar nichts gebracht. Heilfalle, ne? Nichts Falle, du kommst da gut raus. Das ist die Heilsprungschanze. Wahnsinn. Fehlerfrei. Na, fast, ne? Das machen wir jetzt mal anders. Okay. Was? Oh, Klick zu früh. Oder hat sie noch was gemacht? Ich weiß es nicht. Sah aber gut aus vom Timing für den Schlag. Ja, das dachte ich auch. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was ich noch sagen wollte, was ich vielleicht beim nächsten Mal mache, nach Phase 1 mal so ein Wachs hier auftragen. Es gibt ja so zusätzlich Damage mit Blitz oder Feuer oder Blutung oder so. Ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, wir haben ja so Blutungsschaden, ne? Auf dem Schwert. Mit dem Spezialangriff, ja. Und wenn man halt, grundsätzlich hat er das drauf. Ach echt? Ja, und wenn man jetzt zusätzlich noch Blutschaden als Wachs aufträgt, ob sich das addiert. Weil dann müssten wir eigentlich relativ schnell auch Blutungsschaden machen. Oder man nimmt halt sowas wie Blitz oder so, was halt zusätzlich zur Blut und dann noch Blitzschaden drauf macht. Das kann schon mächtig sein, aber das würde ich erst anfangen zu nutzen, wenn man in Phase 2 ist. Weil Phase 1 ist ja relativ easy. Können wir gleich mal, falls es noch ein nächstes Mal gibt, auftragen. Ach, Nils. Dafür haben wir die Dinger. Komm, ich will jetzt mal in die zweite Phase. Natürlich kommst du in die zweite Phase. Du hast das jetzt auch analysiert. Das war jetzt einmal die Heilungsfalle, in die du getappt bist. Versuch hinter ihn zu kommen. Mit der zweiten Rolle, dass du hinter ihm stehst. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ach, da. Ich dachte, es wäre Deko oder sowas. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, Panik, das ist leider Panik. Ach, schade. Versuch mit der zweiten Rolle hinter ihn zu kommen. Hi. Ja. Super. Ich sehe ihn da. Eine Säule wieder. Ich sehe ihn überhaupt nicht.
Schade. Ah, das ist nicht mein Boss. Doch, das doch. Das, eigentlich mag ich diese Art von Boss, aber irgendwie ist es das. Ich lebe noch, oder was? Okay. Du lebst doch! Oh, es wäre so geil, wenn du es jetzt schaffst. Ich hoffe, du schaffst es jetzt. Oh, das wäre so gut. Super. Super. Ja. Tja. Yes, nice. Zwei Schläge noch. Nice! Zweite Phase, let's go. Jetzt einfach mal rennen, oder was? Jetzt einfach rennen. Ja, also, ja, ja, dass diese Bubbles dich nicht erwischen, während du gegen ihn kämpfst. Die da, genau. Ja, und jetzt kannst du rein. Jetzt wahrscheinlich wieder in den Nahkampf reingehen, damit die nicht irgendwelche Sachen zaubern. Super. Yes! Nice! Unfassbar dumm einfach. Jetzt suchen die wieder. Das ist halt echt gemein, ey. Ah, das ist wieder so eine Säulensache, glaube ich, oder? Ja. Die kommen nicht durch die Säule, die Dinger, ja. Aber die machen die halt immer, wenn du in der Ferne bist, dann kommen die halt und. Wie starten die denn? Wenn du nah dran bist, triggert der die, glaube ich, nicht. Gar nichts anvisiert ständig, im ganzen Kampf nicht. Nein! Das ist irgendwie ein anderer, der ist irgendwie ein Lenker oder so, ne? Ist komisch, ne? Aber vielleicht ist man auch irgendwie ein bisschen... Aber das war super! Das war richtig gut! Vielleicht in Phase 1 noch brauchst du nicht mehr viele Hilfen. Du hast es ja am Ende super gemacht, aber ich glaube. Hinter ihn gehen, ne? Ich war jetzt so in Panik, um keinen Schaden zu kriegen, dass ich gar nicht offensiv gedacht habe, aber ich probiere es auch. Ja. Du machst es dann immer mit L1, dann. Seitlich bewegst du straight. Also, wenn er kommt, ich mache eine Rolle über den ersten Schlag, zweiter Schlag und dann versuche ich hinter ihm zu stehen. Hinten, ja. Mhm. Und dann als zweite Sache, wenn du heilen musst, ne? Um nicht in diese Heilfalle zu kommen, bleib an ihm dran. Mhm. Und mach das wieder, als wenn du schlagen anstatt würdest, Rolle 1, ja, Rolle 2 ja. Und dann anstatt schlagen in der Phase heilen und dann geht's wie von vorne los. Aber wenn du halt zurückgehst, um dich zu heilen, dann mach da einen anderen Angriff und dann bist du wieder in diese, aus dem Rhythmus raus. Ja. Dann macht er diesen nach vorne oder irgendwas anderes und dann kommt man in diese Heilfalle. Da ist ja oft einfach ein Fluchtreflex, ne? Dass du irgendwie weg willst. Klar. Was? Dass du einfach von ihm weg willst. Aber das schaffen wir, oder? Ja, den kriegen wir jetzt hin. Sieht jetzt nicht unmöglich aus. Nein, 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 das kriegen wir hin. Das ist halt der Weg. Der Weg ist halt so nervig. Das ist einfach so nervig. Jedes Mal. Und die mittlerweile denken sich auch, ach, komm, jedes Mal. Und der ist so flink und so schnell. Und immer, wenn ich, ich will ihn immer stechen mit meinem Speer. Und im letzten Moment, dann rollt er sich weg. Und ich krieg ihn einfach nicht. Ich krieg ihn nicht. Ist ja für die viel frustrierender. Jeder von denen hat einen Twitch-Channel. Ja. Jeder von denen streamt gerade auch. Und streamt und alle im Chat so, ja, der ist echt nervig, der ist echt schwer, der Typ. Für den habe ich auch 100 Anläufe gebracht. Wow. Es ist einfach viel zu schwierig, überhaupt da hinzukommen. Ich wollte das Harz noch ausrüsten. Shit. Kommen die mir hinterher? Ich glaube, du hast noch eine Möglichkeit, ja. Die hauen ab, ne? Ja. So, okay. Jetzt kommt der Harz-Try. Harz-Mode. Harz-Mode. Und zwar diese Dinger haben wir hier. Wir haben Blut. Ja, das würde mich einfach mal interessieren, ob das halt, wenn das obendrauf noch Blutungseffekt gibt,
ob, wenn das stackt sozusagen, weißt du? Ja, 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 ja. Das oder kann ob halt sehr Blitz, falls Blitz was anderes ist sozusagen, aber weil wir haben halt. Und jetzt nimmst du jetzt statt Glut. Nee, aber zusätzlich. Man kann, ach, man kann bis zu 10 Items auf dem. Diesem ja, ja, Ausrüstungsslot ja, ja, ja. Ah. Genau, das ist natürlich dann mit, du musst mal auf, dass du das Richtige hast. Genau, weil wir haben jetzt 30 Blutungsschaden auf dieser Waffe. Und wenn wir jetzt diesen, das würde ich einfach, das würde mich echt interessieren, ob man dann zusätzlich. Du probierst aus. Wenn's stackt. Wir werden es jetzt sehen. Das ja. Jetzt wird es ein Two-Hit und dann hast du. Ja, so nicht, aber dann wird erstmal der Blutungsschaden auch kommen, aber. Okay, jetzt war ich noch nicht im Spiel. Okay, das finde ich jetzt gemein. Okay, so. Man hat auch Zeit, ne? Man muss den nicht sofort finden. Nö. Das geht schon. Ja, jetzt kommt Harz auf. Cool. Ist auf jeden Fall cool. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das ist die Anvirisierungsfalle. Ah, doch, geht. Kann man gut ausweichen. Jetzt habe ich einen Moment. Nein! Ey, aber nicht schlecht. Ein guter Try. Ich konnte jetzt nicht sehen, ob das einen Riesenunterschied gemacht hat mit dem Harz. Kann schon sein. Aber das Ding mit diesem Blutungsschaden ist ja eigentlich, der Gedanke ist ja, dass der hat einen Blutungsbalken und wenn der halt aufgefüllt ist, nimmt er Blutungsschaden und da gibt es eigentlich auch so einen Blutspratzer. Ah ja. Der das, und dann muss er eigentlich deutlich mehr Schaden bekommen als davor, sodass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, das ist das falsche Papier. Also das muss ich erst aufladen, meinst du, diese Blutungs... Ja, eigentlich ist das so wie ich, was auch bei... warte mal ganz kurz, wenn, obwohl du kannst, musst es nicht machen. Aber wenn du das ändern willst. Ist, meinst du? Nee. Nur wenn du. Hier wenn du vielleicht direkt oben Bonfire ist, einfach. Das würde ja auch. Ja, das glaube ich nicht, aber da waren wir auch schon. Nicht nee, ich meine, wenn du das Papier auch nehmen möchtest, wie ich gerade, dann würde ich das aber, glaube ich, ein anderes nehmen, bevor du da jetzt durchläufst. Blitzomat? Ja, ein weiter. Nochmal zurück. Machen wir einen nach links. Links, genau. Jetzt drückst du das Rot an, genau. Und jetzt würde ich Blitz probieren, mal an deiner Stelle. Das ist ganz links, das Goldene da. Vielleicht ist das besser. Aber ich würde es auch nicht. Ich werde beim Auftragen sterben. Das kann sein. Also nur wenn du dich, nur wenn du einen Moment hast, wo du dich sicher fühlst, du hast ja gerade gesehen. Das kann natürlich deinem zum Verhängnis werden, auch wenn man dann getötet wird. Aber wenn du einen Moment hast, wo du sagst, ja, dann würde ich es probieren. Und dann musst du einfach nur dran denken, zweimal nach unten zu drücken. Digital nach unten. Und dann wieder zurück, zweimal, dass du wieder auf die Flakon kommst. Das darfst du nicht vergessen. Und in Phase 2 natürlich erst. Phase 1 kriegst du jetzt auch so hin. Ich glaube, es kommt eine Phase noch, wo wir wieder regelmäßig bei Phase 1 scheitern.
Das kann sehr gut sein, ja. Wenn der Frust zu hoch ist, ja. Und dann kommt genau da der Dritte. Ja. Sehr gut. Sieht ja auch recht wenig durch die Animation immer, ne? Mhm. So, jetzt kommen die Dinger wieder, diese Homings. Ja, das ist scheiße. Nee, ich war voll aus dem Rhythmus. Ist einfach. Ja, am Anfang, das erste fast unnervt. Na, du warst gut drin und dann irgendwann warst du in der Heilungsfalle. Da bist ja, da bin ich, dann kommst du nicht mehr raus. Und dann macht er manchmal zwei, manchmal drei, einfach, boah, woher soll man es wissen? So, jetzt Elektroschock. Blitzattacke. Bei Elden Ring gibt es so eine Funktion, da kannst du so eigene Spirits beschwören, die dir helfen. Also du kannst ja auch immer in allen Souls-Spielen einen NPC oder einen Menschen so als Hilfe beschwören. Das gilt ja so als Easy-Mode, das ist so ein bisschen verschrien bei Hardcore-Spielern, dass du dir summonst. Hm. Aber bei Elden Ring... Würde ich nie machen. Nee, wir auch nicht. Bei Elden Ring kannst du das auch machen, aber du kannst eben so einen eigenen Spirit, wie bei World of Warcraft oder so, die summon. Zum Beispiel so Skelettkrieger oder Wölfe oder so. Mhm. Und die helfen dir dann. Das ist so ein Soft-Summon sozusagen. Ist nicht ganz so mächtig wie jetzt ein NPC oder so. Aber kann dir auch richtig, richtig hilfreich sein. So ein schöner Kompromiss. Mhm. So. Man denkt immer so, man hat ihn gleich, aber irgendwie dauert es dann doch noch Tage. Okay, das war der von oben, ne? Folgen ja, mal. Ja. Ah, der ist jetzt weg. Der ist jetzt weg. Das ist echt ärgerlich, weil die Phase, die das reicht nicht aus, um zu trinken. Das haben die genau mit voller Absicht. Jetzt bin ich komplett raus, ne? Das ist krass. Das merkt, guck mal, siehst du das? Ich komme nicht dazu zu trinken. Das ist so eine, also genau eine Zehntelsekunde zu wenig Zeit. Selbst wenn ich das sofort trigger. Der, als wenn der weiß, dass ich das. Das ja, so der hört den Korken, der hört schon dieses Bump und dann ist er sofort dran. Das ist der einzige Moment, wo du es wirklich machen kannst. So, und jetzt. Okay, das war wieder dreimal. Boah.
einfach drauf. Oder ein Freund. Okay, jetzt hänge ich hier fest, ein bisschen, im Festbereich. Okay. Ah, super Try. Bester bis jetzt. Bester bis jetzt. Oh, der Battle. Aber ich glaube, dein Tipp gilt auch in der zweiten Phase ganz gut. Eher hinter ihm bleiben, weil dieser eine Bolt, den schießt der nur nach vorne. Ja. Und der hat ihn jetzt völlig ins Nichts gerade geschossen. Ja, das Ding aber ist, man muss, das stimmt, man muss einfach mutig sein und an ihn rangehen. Auch. Aber das ist halt echt lächerlich. Das ist ja nicht rum, so. Du weißt nicht, wo er ist und ob du hinter oder vorne ihm bist gerade. Es ist halt echt lächerlich, dass er original diese eine Heilphase, als wenn er das riechen kann. Weil ich bilde mir ein, wenn du ihn schlägst, hast du irgendwie genug Zeit. Ich weiß es nicht, aber es ist. Du, wir haben mittlerweile Estus plus 9, das ist halt auch geruchsintensiv. Ne? Das absolut, hat eine so hohe Konzentration. Das ist fast quasi purer Estus-Sirup. Klar riecht man das. Ja, das riecht man natürlich. Sobald du es entkorkst, ist es der Wild. Bitte, das ist überall drin. So, das riecht jeder, das riecht der ganze Königshof. Aber das war knapp, ey, weil ich glaube, in dem Moment, wo der eine fällt. Ja, ist die Frage. Also, dann kommt Phase 3 und dann kommt nochmal der Karamelldrache und sagt: Freunde, ich bin der eigentliche König hier. Das frage ich mich wirklich, wenn der eine. Vor allem, wen hatte ich denn eben platt? Hatte ich jetzt den auf dem Rücken platt oder den anderen fast platt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist der Ältere. Okay, nicht den Älteren fast platt. Ach, wie dumm kann ein Mensch sein eigentlich? Gibt es da ein Limit oder ist es. Es gibt ein Limit, ja, offiziell, es gibt eine Skala. Nett. Sind wir auch selten. Oh, das war fies. Gesehen. Da auf den klingelnden Ton so ein bisschen. Da kannst du es auch hören. Ach, wie gierig kann ein Wesen sein? Zwei Schläge.
ist unmöglich anzuvisieren, ja, ja, ne? In einem Bossraum, wo das der einzige Gegner ist. Jetzt kommt gleich wieder dieses Pusteln, ja, ja, da musst du aufpassen, wenn du zu lange in der Distanz bleibst. Aber man muss eigentlich schauen, dass man nicht die Konzentration auf den Nahkämpfer verliert. Ja, das, wie soll man das denn machen? Ja, das, du musst in den Nahkampf, das bringt auf die Distanz nichts. Ja. Du spielst es genau wie eben. Kein Flask, Sven, du musst Estus nehmen. Das ist, weil du siehst ihn halt leider nicht. Du weißt nicht, welche Attacke er macht. Du kannst das Timing nicht machen. Du, er trifft. Du kannst ein bisschen, also versuch ein bisschen zu hören tatsächlich, weil wenn er dieses kristallene, dann macht er oben die Kugeln. Und wenn er dieses andere, dieses goldene Schwert da macht, dann hörst du ja auch, wie sich der Ton immer so. Ja, ja. Ja, das stimmt. Aber bei diesem Homing, in dieser Homing-Phase musst du ja rennen. Und dann weißt, kannst du nicht genau machen, ob er mal über den Hohn macht, den Stich ja, macht, das den stimmt. Schlag macht. Ja, ja, das stimmt. Dann musst du halt einfach. Das geht auch so schnell dann. Ja, da musst du auch eine Glückssache, was der dann triggert. Ja, ich glaube, du musst einerseits weglaufen von den Homing-Missilen, aber trotzdem ihn im Blick behalten. Und ja, gucken, wo er ist, um dann nochmal. Aber der spawnt dann ja auch. Also, das ist ja, halt auch das die ist Scheiße. Halt das Problem. Du kannst gar nicht wissen, wo der spawnt. Naja. Aber das war doch super jetzt schon mal. Das war doch ein guter Try. Ja, ich freue mich, dass ich mehr oder weniger verlässlich in Phase 2 komme und dann muss man halt noch ein bisschen arbeiten. Dann irgendwann gibt's den einen goldenen Try. Aber ich muss tatsächlich echt sagen, dass ich froh bin, dass ich dieses Spiel in diesem Rahmen hier kennengelernt habe, in diesen 1,5-Stunden-Slots. Weil ich glaube, wenn du da nachts um 10:30 oder so da sitzt und dann immer müder wirst und den Boss immer und immer wieder probierst und niemand sagt, jetzt hör auf, und du dann bis 3 Uhr nachts da sitzt und immer frustrierter bist, glaube ich, sehr unangenehm. Und hier ist ja nach 1,5 Stunden so, ciao, raus. Man hat egal, wo du bist. Ja, und man hat jemanden, der es einem auch ein bisschen abnimmt noch. Also alleine zu Hause würde ich das auch, glaube ich, nicht so in der Form. Ich dachte, der wäre vor mir gewesen. Das ist ein Traum mittlerweile. Das ist so geschmeidig, wie du das runterspielst. Super. Autsch. Okay, das ist dumm. Gefällt mir nicht.
Nein. Was für ein schöner Try. Was für ein schönes Ding. Aber der belebt den Älteren einfach wieder, oder was? Und man muss eigentlich den Jüngeren besiegen? Ja. Und der Jüngere belebt den Älteren immer wieder? Und ich hatte nicht genug Ausdauer. Ich konnte ihm immer nur einen Schlag geben und dann musste die Ausdauer regenerieren. Ah, das war wunderschön. Oh. Ja, aber du hast den. Du hast den. Es gab jetzt wirklich keine Mechanik, wo du Schwierigkeiten hattest, sondern einfach nur die Masse und die Dauer war das Problem. Aber das mit den Homings hast du gut. Ach, komm. Absolute Demütigung einfach. Ah, Mann, ey, dass ich den dann, also das fand ich so doof, dann ist der tot und ich dachte, okay, jetzt muss ich die Sau da nur noch ein bisschen dran hindern, aber dass auch ich mit meinen Schlägen auch sein Casting da nicht unterbrechen konnte. Ja. Und keine Ausdauer gehabt. Und ich kam nicht in die Ausdauer rein. Einschlag warten. Ah, das war nervig. Ja, war schön. War richtig schön. Merk dir mal, ich weiß nicht, ob man das umsetzen kann, aber wenn du merkst, du brauchst nur noch einen Schlag, um den zu töten, dann warte, bis dein Ausdauerbalken recht voll ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil wenn du dir mit dem letzten Ausdauerbalken noch einen Schlag setzt und dann... Vielleicht ist es auch Quatsch, vielleicht ist auch zu viel verlangt, aber... Weil wenn ich jetzt wenn ich mehr Ausdauer gehabt hätte, hätte ich diese dritte Phase sozusagen verhindern können, wenn ich ihn platt gemacht hätte, weißt du? Ja. Ich bin jetzt schon im Panikmodus drin. Kriegst du alles gut, muss ich auch nicht heilen, jetzt ist gut. Einfach mal einen schweren Angriff mit reinbringen, ich Trottel. Dafür einfach direkt Schaden kassiere. Der ist fies. Na gut. Stark. So, wo ist er? Fuck, Mann, ich sehe es leider einfach nicht, welchen Move er macht. Oh, nein! Jetzt macht alles Sinn. Das ist wie bei Donnie Darko. Alles macht Sinn, weshalb du jedes Mal diese Kerzenständer verprügelt hast. Quatsch.
Der Kerzenständer. Der Kerzenständer, ja. Mein alter Feind. Jetzt wird alles klar. Dieses ganze Spiel ist nur ein langer Plot des Kerzenständers, um mich zu Fall zu bringen. Das holst du dir, komm. Das war so knapp, das war so nah dran. Jetzt hast du. Hm. Oh, dass der den nochmal wiederbelebt. Ja, ja, ja. Galopp, galopp. Also interessant, wie man manchen Schlägen auch einfach nur durch dieses Draven ausweichen kann, ja, ohne zu rollen. Ne? Das ist schon, und dann kann man direkt schlagen. Ja, das ist schon echt stark. Also man, über einen rüber schlägt quasi. Wenn man das checkt, was man da machen könnte, also das ist unendliche Möglichkeiten, die sich da ergeben. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr alle ausloten können in unserem kurzen Leben. Quasi nur ein Wimpernschlag des Universums, was wir hier verbringen in diesem Spiel. Der jedes Mal sein Schwert in der letzten Minute noch frisieren muss. Bist du deswegen so ein bisschen auf diese Harz-Nummer gekommen, weil du das an denen gesehen hast? Nee, ich glaube nicht. Traumhaft. So. Bitter. Ich habe die Reichweite ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, oft er kriegt mich nicht durch die Säule oder so, aber. Meinst du nicht, man kann in der Homing-Phase die Säulen ein bisschen nutzen? Weil die gehen halt nicht durch die Säulen durch. Ja, du musst nicht die ganze Zeit rennen. Du kannst auch einfach. Das Problem ist, die Quelle dieser Sterne ist nicht so leicht zu sehen. Also, man ist halt dann schwer, das genau den Winkel abzustecken, aber ich glaube, es ist klüger, sich direkt hinter eine Säule zu ziehen und dann kann man auch mehr Aufmerksamkeit auf ihn haben, dass man seinem Schlag ausweichen kann. Ja. Also, ich probiere das mal. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Ich mach mich da mal zur Ratte. Ich weiß, was du meinst. Direkt hinter die Säule und dann soll er dann einfach auf den Nahkampf gehen. Genau. Ja, das ist gut. Ja, wo spawnt er? Ja, ja, doch, das macht Sinn. Und dann, das ist genau das Ding, weil das ist halt so schwer, durch diese Anfangsattacke einen Rhythmus zu finden. Genau. Da bist du von Anfang an in der Defensive und musst weg. Aber wenn man dann direkt in den Nahkampf, im Nahkampf bleiben kann, das ist eine gute Idee. Aber machen wir erst die erste und dann die zweite. Lass es einfach die normale Reihenfolge machen. Erste, dann die zweite. Finde ich gut, ja. Nicht jetzt irgendwie dieser. Oh Mann, man kann es ja auch nicht sehen. Es ist ja halt einfach. Da macht er wirklich immer das Gleiche, dass er hinter einem spawnt, direkt am Anfang. Wie, was macht er da? Ja, dass er immer hinter dir ist. Dann musst du eigentlich direkt einmal einfach rollen. Egal, was er macht, ja. Er ist ja immer hinter dir eigentlich. Ja, aber die Frage ist ja, wann man rollt. Das genaue Timing, Nils, ist eine ganz delikate Sache. Ja, das stimmt. Dark Souls, das ist ein Skalpell, das ist keine Breitaxt. Oder eine Katana halt. Ja, da kam der dritte noch. Und der vierte. Und ja, da ist man. Jetzt ist er sauer. Nein, ist nicht vorbei. Guck mal, alles gut. So einen neuen Flasks, alles gut.
Jawohl, das war ja François souverän. Ja, ich krieg's trotzdem nicht hin, das Timing. Aber gut, war besser als ich eben. Ich sehe es halt leider nicht. Es ist ärgerlich. Super ärgerlich. Nein! Oh nein, 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 nein. Aber das war super. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Dass man so schnell reagiert, wie er auftaucht und dann genau checken, welche Attacke. Ich schaff das nicht. Aber ist auch nicht so wild. Dann kriegst du so viel Schaden, macht das ja nicht. So, da kommt man schon durch. Oh, das war super. Ich glaube, die Säulen sind ein Schlüssel. Ich glaube, das ist. Das hilft echt, wenn du dich mal direkt dahin stellst, dann weißt du schon, okay, das trifft mich nicht mehr. Jetzt muss ich nur noch den Schlag von ihm abwehren, was dann nicht gelingt, in der Regel mir. Aber das ist dann zumindest, da hast du nur noch eine Aufgabe und nicht mehr zwei. Ja. Ja, ja, das ist eigentlich schon ganz gut. Das kann man mal machen. Nein, er sitzt am Feiern. I don't know. Der schlägt da Haken wie ein junger Hasenmann. Oh, ist aber hinter mir. Da ist der Hasenmann, aber. Warum hast du kein Schild mehr eigentlich? Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Das ist eine sehr berechtigte Frage, weil die gibt einem nämlich Ausdauer. Weiß ich noch, wie ich dich gerade verspottet habe und gesagt habe, er schlägt immer. Und jetzt habe ich dasselbe Problem. Aber es scheint zu stimmen, dass der immer hinter einem erscheint. Vielleicht kann man rückwärts durch den Nebel gehen. Okay, das war ein Fehler. Der scheitert auch am Kerzenständer. Das check ich nicht. Das wird ja kein Schild mehr, ne? Was recht. Nein, weißt du, der Fehler war. Das ist genau die Scheiße. Ich musste mit dem Rollen diesen Bällen ausweichen und dadurch war das Timing des Schwerts natürlich. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber das nächste Mal, wenn diese Kacke kommt, dann gehe ich definitiv. Ich weiß nicht, warum das Schild weg war. Ich habe nach links aus Versehen gedrückt wahrscheinlich. Ja, mega dumm. Das hat nicht funktioniert. Ja, oder wenn man das Schwert singt, ja. Braucht er da beide Hände? Weiß ich nicht. Da komme ich nicht so richtig rein. Ich mache ihn kurz, okay? Mach ihn kurz und klein. Ich mag das nicht,
dass wir nicht gewinnen in dem Kampf. Ich bin aus Bayern. Da gewinnen wir immer. Ich kann überhaupt gar keine. Ich bin völlig. Ich kann weder Dialekte noch singen. Ich bin relativ unfähig in gewissen Dingen. Das ist erschreckend, aber. Ich finde ja, die größte Enttäuschung des Lebens ist, wenn man feststellt, dass Skillpunkte nicht gerecht verteilt sind. Ja. Man denkt ja immer noch so, wenn man klein ist, hey, ich kann das und das und das nicht, aber das bedeutet ja, dass ich im Umkehrschluss in anderen Dingen richtig gut bin. Vielleicht hast du einfach nur noch nicht entdeckt, wo deine Skillpunkte liegen. Das befürchte ich. Jetzt habe ich ihn gesehen, trotzdem gescheitert. 3 ist die Zahl, die ich mag. Nicht die 1 oder die 2. Ferner nicht die 4 oder gar die 5. Nein, die 3. Nee, ich bin ausgewichen, Freund. Ich bin ausgewichen, Freund. Nee, 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 nee. Ich sterb nicht in Phase 1. Ich sterb nicht in Phase 1. Nein. Nicht so, nicht so. Nicht mit mir. Innerhalb von 5 Tries bist du von der Anspruchshaltung so weit nach oben gerückt, dass du jetzt in Phase 1 zu sterben schon als Beleidigung für dich auffasst. Das zeigt doch, dass du einen unfassbaren Progress hier hinlegst. Und darum geht's im Leben. So ist es. Hauptsache nach vorne. In welchem Tempo, das ist egal. Ja, jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Wo war der denn? Schiede. Fuck, jetzt sterbe ich in Phase 1, ey. Was eine Phase, was eine Schande. Phase 1. Ich bin kein Ohrenmensch. Du sagst immer, ja, horche auf den Klang. Ich muss das sehen. Wer es nicht sehe, kann ich nicht widerstehen. Ja. Vielleicht, wenn man diese kleine, aus so Marzipan vergrößerte Ohrmuscheln. Vielleicht hast du zu mickrige Ohrmuscheln. Das kann sein, ja. Vielleicht ist das, was ich an Lippenstärke. Hast du alles lasse, direkt in die Ohren investiert, ja? In Ohren und du vielleicht hast einfach kümmerliche, verkümmerte Ohrmuscheln. Aber kannst du Marzipan überhaupt essen oder ist es zu. Nee. Also kommst du da überhaupt durch mit den Lippen? Nee, da komme ich nicht durch, daran scheitere ich. Also jetzt hört mal auf, ey. Ihr seid einfach überhaupt nicht irgendwie im Spiel dabei. Ihr seid einfach nur nervig. Ja, das ist, wenn jemand aus dem Publikum mit aufs Spielfeld rennt und denkt, er könne mitspielen. Jetzt habe ich nicht mal mehr Ausdauer für irgendwas. Ja. Aber passiert manchmal, dass du einen Flitzer ein Tor schießt, oder was? Und dann. Dann zählt das, ja. Das zählt. Das war sogar mal. Für eine dritte Mannschaft, die wird dann oben hinzugefügt. Flitzer 1. Der war sogar schon mal in der Torjägerliste auf Platz 3, so ein Flitzer, weil der ständig. Bei dir ist er in der Mitte des Raumes, unübersehbar. Bei mir hängt er da irgendwo in so einem Kronleuchter oben, sitzt da drin und versteckt sich. Traum nichts. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Stark. Stark! Na ja. Mal gucken, was. Nein. Ich
wollte mich nicht heilen, weil ich wusste, wenn ich jetzt... Konntest du dich nicht heilen oder wolltest du dich nicht heilen? Da gab es ein paar Momente, wo ich dachte, jetzt kann er sich heilen und dann schlägt er da drauf mit seinem Pikachu Schwert. Ja, weil ich keinen Bock hatte, in die Heilungsphase zu kommen. Ich verstehe das. Ich habe mir gedacht, wenn er gleich wieder abhaut und macht diesen silbernen... Dann heilst du dich. So, nee. Weil wenn ich jetzt mich geheilt hätte, wir fressen, dann hätte ich zack, fresse, dann wäre ich in, dann so. Und dann habe ich gedacht, ich bin mutig, ich warte, bis das kommt, und dann kam es nicht. Und dann kam das und dann gesagt, Siggel, what you gonna do? Das ist wie so ein, das Leben ist wie ein Song von den Spice Girls. Du sagst noch, du kannst nicht singen, das war herrlich. Das war wunderschön. Na. Der Wahnsinn. Oh, er hat mich gepackt. Spürst du es im Nacken? Ja. Die kalte Hand des Wahnsinns? Ja. Ich muss einen Schluck Anti-Wahnsinns-Wasser nehmen. AWW. Das Anti-Wahnsinns-Wasser. Wenn ich mir irgendwann die Lippen aufspritzen lasse, ne? Aber wie ist es echt? Was? Nein. Auf dem Weg zum Boss zählt nicht, das zählt nicht. Aber es ist krass. Nein. Also eben Phase 1 und jetzt sogar Phase 0. Genau. Mal schauen, ob ich es jetzt durch den Aufzug schaffe. Das wäre so lustig, wenn der Aufzug jetzt außerdem nach oben wäre und du wärst ins Loch gefallen. Das wäre so lustig gewesen. Aber Comedy können wir halt nicht. Nee, kein Timing, kein Gespür für Timing. Nix. Vielleicht mal eine Runde ohne Helm, oder? Vielleicht ist es der Schlüssel zum Sieg. Vielleicht ist der Helm schuld. Ey, diese Helme sind so einengend, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben ja für gute Arbeit immer diese Stormtrooper-Sketche gemacht, wo wir diese Stormtrooper-Maske aufhaben mussten. Und allein das, dieses Stück Plastik vor dem Gesicht zu haben, macht alles wirklich 10-mal so anstrengend. Wirklich, 10-mal. Du kannst nicht atmen, du kannst nicht sehen. Furchtbar. Und dann stell dir vor, das ist mit Metall und... Ist das ein grünes Item oder was? Das hier liegt komisch. Und dann auch so die Temperaturen. Wenn es kalt ist... Ist unangenehm, wenn es heiß ist, ist es unangenehm. Es gibt. Also ja, es wir haben ja letzte unangenehm. Woche die Frage gestellt, was ist unangenehmer, wenn du eine Rüstung trägst, Kälte oder Hitze? Mhm. Und da haben wir gesagt Hitze. Ja. So, und jetzt Achtung, ich drehe mich direkt um. Okay. Ich sehe nichts! Keine Panik. Hast du auch ein APW dabei? Antipanikwasser? Ja. Soll ich dir das schnell auf die Lippen benetzen? Die sind ja groß genug, da brauche ich eigentlich nur. Hast du so eine Pipette dabei? Ja. Jemand wie du müsste da eigentlich immer eine Pipette dabei haben. Immer dabei. Du, man braucht häufiger Pipetten, als du glaubst. Ach, ja, kennst du die Pipette-Shop-Boss? Mit ihren Songs. Go. Dripping USA? Keine Ahnung, ich bin gerade in einem Bosskampf. Sorry, wir können uns privat gerne mal treffen. Oh, da wird er jetzt lachen. Da verliert er die Geduld. Ja. Kennst du das? Sagt dir das was? Die fehlende Geduld, ja. Die kenne ich sehr, sehr gut. Macht dir das Spaß, mich leiden zu sehen, Nils? Nein, ich leide ja mit. Was hätte ich da? Das ist für dich so eine kranke, perverse Freude, oder was? Ja, ich steck dahinter. Ey, du weißt es nicht mehr, ne? Aber ich war im Parallelkindergarten und es gab einmal eine Situation, da hast du mich geärgert, da hast du mir die Schokomilch geklaut. Und da habe ich all die Jahre mir einen Plan gemacht, wie ich sie heimzahlen kann. Und der nimmt jetzt Gestalt an. Immer noch ein bisschen, okay? Müssen wir sauber machen. Ich muss den Controller sauber machen. Wer wärst du lieber? Wärst du lieber der die Fähigkeit hat, andere Leute vom Leben zu retten? Ja, auf jeden Fall der Caster. Oder wärst du lieber der Ältere? Nein, ich bin immer der Caster. Aber der Ältere... Nee, mach erst mal zu Ende. Ich glaube, ich nicht vor. Durch Glück geschafft. Ich renne rein und das Glück hört auf, da zu sein. Das meine ich, das wollte ich verhindern. Ja. Ich seh ihn halt. Mann, das ist doch so ätzend. Aber das war jetzt richtig gemein, weil die sind... Mann, ey, das ist einfach so... Das war richtig fies gemein, aber... Ey, jeder Boss ist schwer, den man nicht sehen kann. Das ist ja keine Kunst. Wenn du nicht so eine schwache Nasenflügel hättest, könntest du ihn zumindest riechen, aber nein.
Ich habe tatsächlich einen sehr guten Geruchssinn, aber leider so schwache Nasenflügel, dass kaum Luft reinkommt. Also wir müssen mit ganz wenig arbeiten, aber das können sie dann doch recht nicht. Ich habe tatsächlich einen extrem schlechten Geruchssinn. Aber ich bin ganz froh, weil wenn ein Sinn, dann glaube ich Geruchssinn, den man abgibt, brauchst du eh nicht. Ja, dafür schmecke ich halt so wenig, dass ich halt nur diesen Crab essen kann. So halt nicht diese ganz dezidierten, feinen, nuancierten Gerichte, die du dir verköstigst. Ja, ja. Sondern bei mir brauchst du einfach so eine Schaumwaffel mit 80% Zucker. Aber das ist geil, weil ich weiß, was ich ausgebe. Ich muss ja immer in diese Feinkostrestaurants gehen. Das stimmt. Ich bin ja aus anatomischen Gründen gezwungen, bei Sterneköchen zu essen, wohingegen du ja einfach auch die Currywurst von Onkel Fritti dir reinreiben kannst, die ja nicht mal in den Top 22 des Gourmet Guides von Hamburg, ja, St. Georg aufgezählt ist. Da haben wir mal Filmabend bei dir gemacht und so, und dann habe ich eine Tüte Chips und Popcorn mitgebracht, und dann macht Nils sich so eine Tüte Trüffel auf. Ja. Und er saß dann da und snackt den Abend Trüffeln. 6.500 Euro hast du an Trüffeln weggenascht an diesem schönen Fast and the Furious Abend, den wir uns gemacht haben. Das war echt teuer. Ja, aber sind ja auch lecker. So. Ich riech das ja auch ein bisschen. Oh, aber habe ich keine abbekommen, leider. Ja, aber das ist auch ehrlich gesagt bei dir verschwendet einfach. Warum soll ich dir sowas Feines geben? Ja, an sich völlig richtig. Das ist wie Trüffel vor die Säue. Was ist der beste Film mit einem Zahn im Namen? Oder Zahl im Namen? Indiana Jones 4. Nee, nicht als Prequel-Bezeichnung, sondern wirklich im Namen. Muss ich jetzt wirklich darüber nachdenken? Ja. 10, ich will eine Antwort in 10, 9, 8, 7, Saving Private Ryan. Seven Private Ryan. Ey, hör auf, jetzt mich zu ärgern! Ah, das ist eine gute Antwort. Seven Private Ryan ist natürlich. So, jetzt muss ich mal wieder aufpassen. Ja, jetzt konzentrier dich, komm. Du bist immer so abgelenkt, Nils. Zonk! Das war gemein. Super. Kein Problem. Kein Problem. Es ist ein bisschen schade, dass das der letzte Try ist, dass wir ihn danach nie wieder sehen werden. Stark! Okay, warte, entschuldigen Sie bitte. Super stark, super Nils. No! 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 Mann, ey! Money, money! Money, money, money! Jetzt machen wir eine Ansage an den Boss hier, Lorian. Vielleicht heißt der. Lori? Lori. Lori, wir fahren nach Lodz. Was ist dein Lieblingskinderlied, was du als Kind in der Wiege vorgesungen bekommen hast? Ja, weiß gar nicht, wie das heißt, aber dieses I like the flowers in the green. I like the daffodils. I like the mountains. Ja, das gibt's wirklich. Das I like the roaming hills. I like the fireflies dancing in the sun. Dum di da di dum di da di dum di da di dum di da di. Bum ba dum ba dum ba dum ba dum ba dum ba dum ba dum. Ich meine, du kannst vielleicht schlecht singen, aber dafür kannst du sehr gut Instrumente imitieren. Ja, das kann ich wirklich. Gib mir mal die Geige. Ja, das machst du mal mit dem Mund, nicht mit der echten Geige. Achso, Entschuldigung. Ja, warte, ich will dich aber ungern ablenken. Ich mach gleich ein Klavier, ja? Okay. Jetzt bin ich halt voller Vorfreude. Die Vorfreude lenkt mich eigentlich mehr ab. Nur wenn du gewinnst, sonst mach ich's nicht. Das Game Dark Souls gewinnen. Hör auf, mich zu hauen, du Kasper.
Das ist echt eigentlich, die spricht nicht für Stärke, dass du deine Probleme nicht ohne Gewalt lösen kannst, mein Lieber. Das ist wahre Stärke. Auf Gewalt verzichten zu können! Ich hätt's. Oh. Ihr kommt, weißt du, von das. Der Undertaker. Schaff aus Hilfe, oder? Da ist noch meine Büste drin, die sollte nicht kaputt gehen. Okay, jetzt, da ist auch Glas jetzt. Oh, ah, da ist ein Aquarium drin auch. Da, dir ist gerade das Aquarium auf den Fuß gefallen. Vielleicht. Das, die Fische da sind. Ich weiß nicht, ob die tot sind jetzt, aber. Ich hoffe, sie sind tot! Achso. Ah! Ich weiß gar nicht, warum ich mich ärgere. Ich wie der Typ bei Anchorman einfach sagt: I don't know what we're yelling about! Ah, Mann, dieses Zwei-Phasen-System ist echt immer nervig, weil irgendwann nimmst du die erste Phase nicht mehr ernst und dann machst du irgendwie so ein lustiges Filmquiz, was super als eigenes Format funktionieren könnte, aber in dem Dark Souls-Display halt einfach nichts zu suchen hat und dann tötet er dich. Ich prophezei hier und jetzt, Nils wird auch nochmal in der ersten Phase sterben. Ja, okay. Ja, so bin ich. So bin ich. Ich spreche den Fluch aus. Du bist offiziell verflucht. Ey, wenn ich die Phasen so wütend mache, ne? Dann ist es ja quasi Fast and Furious, oder? Ja. Das ist korrekt, ja. Boah. Ja, die Wahrheit ist, ich kann gar nicht Klavier spielen. Aber meine Mutter hat immer gesagt, wer nichts wird, wird klaviert. Mhm. So, jetzt dann in Ruhe, ich muss campen. Schade, dass Wirt nicht Klavier spielt. Ja, das könnte er sich Klaviert nennen. Das wäre echt, das ist schade. So einen eigenen Twitch-Kanal, wo er nur Piano, so Jazz-Improvisationen, ja. So wirklich so. Ab jeden, stell dir mal vor, ab jeden Tag ab 23 Uhr gibt's bei Klaviert Jazz-Improvisationen zum Runterkommen, zum Einschlafen, Traum. Oder auch manchmal so zum Hochkommen. Wenn du so am Wochenende bist, so Party. Ja, Party-Mucke. Ey, wollen wir jetzt zusammenlegen und Wirt eine Klavierstunde bezahlen? Meinst du, eine reicht? Naja, er muss ja improvisieren, da muss er nichts auswendig lernen. Das ist quasi improvisiert, ne? Improvisiert. Improvisiertes Klavier. Okay, guck mal, das ist doch. Oh, ich hoffe, auf Twitch ist das noch frei. Wie, ich schnapp das jetzt weg. Lass mal gucken, dass der rote Balken seine Lebenskraft, dass die nach Null geht. Das wusste ich nicht. Weil das Problem ist nämlich, ist ein Fun-Fact, dass wenn die leer ist, dann stirbst du. Dann kannst du nicht weiterkämpfen, weil du tot bist. Soll ich dir mal ein Fun-Fact geben? Ja. Wenn du es zurückbringst, kriegst du Geld. Ich hab das schon kommen sehen. Ich dachte, schön. Weißt du was? Ich warte nicht mehr darauf, dass du noch. Ich hau einfach zu und dann bist du tot! Und dann wird er wiederbelebt, aber. Also dann ist er tot. Spoiler! Dann ist er tot. Oh. Ja, das hätten wir dazu sagen müssen, dass wir spoilern. Margarete, was hast du heute wieder gegessen? Butterbrot! So. Gern. Nein. Nein, das ist alles nicht mehr vorgesehen gewesen. Oh. kann man dem überhaupt ausweichen? Du bist dem auch schon mal ausgewichen. Warum lädt der denn immer? Was musst du denn laden? Wir machen immer und immer wieder dasselbe. Wir müssen so tun, als wenn es. Wenn das ein Kinofilm ist. Ja. Yeah. Und das ist der Endboss. Kurz vor Ende des Films, ja? Okay. Aber Kinofilme sind immer in 16 zu 9, okay? Ja. Yeah. 21 zu 9. Zu 9, okay? Wir müssen ein bisschen. Das ist ein bisschen epischer machen, meinst ja, du? Ja. Wie geht das? Man ist jetzt. Ein bisschen den Ausschnitt verringert. Das.
Wenn es einmal aussieht. Sieht richtig gut aus, ja. Wollen die mich eigentlich verarschen? Wo ist denn die Linse eigentlich? Das ist doch... Die Kamera ist nur fake, Nils. Das ist alles fake. Die Kamera ist in dir. Das ist überhaupt nicht die Kamera. Wo ist denn die Kamera? Das ist... Das ist gerade... Warte mal! Doch. Hä? Das ist ja unmöglich. Nee, also das... Das ist ja voll der... Guck mal, jetzt haben wir Special Effects. Jetzt haben wir Special Effects. Ja, Minischlitz. Okay, warte jetzt. Okay. Okay, bist du jetzt... Alles klar. Okay, warte. Ja, mach mal Close-Up jetzt auf deine Augen. So richtig westernmäßig. Mit einem entschlossenen Blick, wenn es geht. Entschlossener Blick. Runter. Entschlossener Blick. Endboss! Okay, los geht's. Stark. Jetzt bin ich im Cinema-Modus. Ja, Mann, hau ihn weg jetzt. Hab ich Tapern verschwendet. Du erwischt mich nicht! Denn du liebst mich nicht. Komm, nimm jetzt diesen alten Prinz. Vorsicht hinter dir! Dieser Strahl wurde mir eben zum Verhängnis. Ne, das stimmt nicht. Er wurde dir auch zum Freund. Weil dadurch konntest du einmal regenerieren. Okay, also lüg mir nicht so rotzfrech ins Gesicht. Das hasse ich, wenn du das machst, Nils. Ach, ich hoffe, du nein, come on, ey. Ich werde auch immer schlechter, ey. Ich werde sekündlich schlechter. Ich werde einfach sekündlich schlechter. Menschlich, Fähigkeiten, also die Organe bauen ab, die Zellen hauen ab. Alle Zellen verlassen meinen Körper. Weißt du, wer auch sekündlich schlechter wird? Ein Fleischer in der Ausbildung. Ach, ist schlecht. Oh, je, je. Boah, je, je. Schlecht, schlechter, schlechter. Ist das ein guter Claim für einen Metzger? Eigentlich nicht, ne? So wie gut, besser, größer. Ich liebe ja Bier-Claims. Ja. Weil die immer so random sind, weil jedes Bier ist ja gleich quasi so. Ja, und dann ist es einfach so, Radeberger. Ein Radeberger. Okay, gut. Die sind ja nicht zwei, wenn es gut ist. Warum ja. Echt zwei Radeberger? Warum bei einem aufhören? Ich glaube, es gibt nur ein Bier. Und die werden am Ende, wenn das Bier fertig ist, dann machen die nur noch so, träufeln die eine kleine Gewürzmischung rein, rühren einmal um. Ja, genau. Und das ist dann der einzige Unterschied. Ja, wo du einfach so verschiedene Gewürze hast. Jetzt komm, jetzt hau ihn um. Ja, wir hauen ihn jetzt um. Jetzt hau ihn um, die Folge ist fast vorbei. Du haust ihn um und dann können wir nächste Woche endlich wieder diese herrliche Welt erkunden, tolle Rätsel lösen, geheime Items finden, das, was so richtig Spaß macht. Das? Nein, du konntest diesen Schlag nicht ausführen, weil du bereits einen gemacht hattest und ich war an dir vorbei. Woher nimmst du denn den Ausdauerbalken überhaupt, um mir noch einen Schlag in den Rücken zu setzen? Du mieses Stück Scheiße! Kann das bitte in die Postproduktion? Können wir das bitte in die Postproduktion machen? Was willst du in der Postproduktion? Dass da so ein Echo draufkommt, oder was? Stark! Und den ersten Schlag kriegst du mittlerweile richtig gut hin. Dankeschön. Das ist echt nett, dass du das sagst. Oh nein, das fand ich jetzt gemein. Ja, genau. Okay, jetzt bin ich des Wahnsinns nahe. Was? Wie bitte? Ach, hör auf jetzt. Du glaubst, du bist besser als der Fluch? Du glaubst, der Fluch gilt dir nicht? Du glaubst, du bist was Besseres?
Der erste Phasenfluch gilt auch für dich, mein Lieber. Und damit sind wir am Ende der Folge wieder da angekommen, wo wir angefangen haben. Mal schauen, ob wir es nächste Woche in Phase 2 schaffen. Von wegen ich nächste Woche. Gespannt. Wir spielen direkt weiter. Ihr denkt, wir spielen jetzt nämlich direkt weiter. Nein, wir merken uns jetzt unser Outfit, warten eine Woche, ziehen uns das Gleiche wieder an und dann machen wir weiter. Aber das seht ihr erst nächste Woche. Bis dahin viel Spaß, haut rein und ja, bis dann. Tschüss.